Herzlich willkommen bei der Stadtsparkasse München. Ich bin Monaco Pepper, euer humanoider Kollege der Stadtsparkasse, habe aber schon viele tolle Dinge erlebt. Stadtsparkassenroboter Monaco Pepper heißt sie höchstpersönlich willkommen. Die 90 neuen Azubis der Städtischen Bank, die heute in ihr Berufsleben starten. Am ersten Arbeitstag gibt es erst einmal wichtige Infos über das kommunale Unternehmen. Zum Beispiel, dass die Stadtsparkasse München der Marktführer unter den Banken am Marktplatz München und auch Bayerns größte Sparkasse ist. Es gibt den ganz klassischen Ausbildungsgang zum Sparkassenkaufmann. Und das wird aber ergänzt dieses Jahr durch zwei ganz neue Ausbildungsgänge, die wir haben. Wir haben zum einen den Kaufmann im E-Commerce und zum zweiten den Kaufmann im Dialogmarketing. Beides sehr innovative, neue Ausbildungskonzepte, die wir hier erstmalig bei uns im Haus umsetzen. Ein dritter neuer Gang heißt Servicefachkraft für Dialogmarketing. Die neuen Zweige sind den neuen Kundenbedürfnissen angepasst, die die Stadtsparkasse München als moderne Filialbank erfüllen möchte. Die Chancen zur Übernahme sind sehr, sehr gut. Wer einen guten Abschluss macht, bekommt die Möglichkeit, bei uns weiterzuarbeiten, bekommt auch vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Bereichen des Kreditgeschäfts oder auch des Wertpapiergeschäfts. Je nach persönlichen Stärken kann man sich weiterbilden und hier stehen alle Wege offen. Die klassische Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau dauert je nach Schulabschluss 2 bis 2,5 Jahre. Daneben gibt es das duale Studium mit Bachelorabschluss. Ich habe mir von der Stadtsparkasse erhofft, dass mit mir ehrlich und freundlich umgegangen wird. Das hat sich in jedem Fall erfüllt, Vorgesetzte sowie Kollegen. Ich habe einfach Spaß an der Arbeit. Das Besondere bei der Stadtsparkasse München ist eben, dass man einerseits die Theorie mitbekommt, in zum Beispiel Berufsschule oder auch in Seminaren. Und man hat auch immer gleich die Möglichkeit, das praxisnah dann umzusetzen, zum Beispiel im Kundenkontakt, am Schalter oder in der Beratung. Zum anderen Punkt hat man sogenannten Proaktivaufgaben, wo man einfach an sich selber heranwächst. Man lernt Sachen selber. Das ist auch das Ziel der Stadtsparkasse München, dass man einfach Sachen selber neu erlernt. Man bekommt jede Woche Aufgaben, die muss man sozusagen einmal erfüllen. Man muss eine Präsentation selbst arbeiten und diese Präsentation dann auch dem Ausbilder vorstellen. Durch diese Vorstellung habe ich auch sehr viel Selbstbewusstsein mitbekommen und man übt einfach daran. Man wird zu jeder Woche besser und besser und es hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Im E-Commerce und im Dialogmarketing liegt der Fokus auf Kundenkommunikation und Kundenberatung über neue Medien wie Chat, Video oder Co-Browsing, dem gemeinsamen Surfen im Internet. Damit sollen die Kunden im Zeitalter der Digitalisierung noch schneller und effizienter beraten werden.